Der neue Part von 13. Willkommen. Wir haben die Wanze versteckt und wollen jetzt irgendwie zum nächsten Checkpoint, damit ich ausmachen kann und dann mit dem nächsten Part anfangen kann. Na, klar. Super. Ich soll erstmal eine Akte finden. Ich habe keine Ahnung, wo ich da anfangen sollte. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich damit anfange. Schalala, ihr seht mich nicht. Ich glaube, ich muss weiter in die Richtung, die ich gerade laufe. Da hinten rein. Wo Mister, ich bin so cool, die Tür bewacht. Irgendjemand damit an, den ich dann töten darf? Warten wir mal eben ab. Hallo? Schafft euch ja nie. Habt ihr auch geklettert? Falsche Taste. Jawohl. Durchgekommen. Ich stehe noch, hab Munition. Ich stehe, ich hätte mich hier hinten lang schleichen sollen, aber ja, machen wir es halt eben doch auf die Rambo-Tour. Och, ey, wie jetzt? Habe ich echt irgendwo irgendwas übersehen, was ich jetzt brauche? Es leckt mich doch fett. Ich habe keinen Bock. Ich möchte nicht schon wieder den gesamten Teil durchlaufen, um nach etwas zu suchen. Am Graden, der Captain hat irgendwas da vorne liegen lassen, was ich jetzt brauche, was ich gerade übersehen habe. Ich weiß zwar nicht, wo die Waffensendung hingeht, aber wir werden sie hochleben lassen. Ja, klar. Ich mache das dann noch aus dem Platt und jetzt meldest du dich mit auf Waffensendung. Ach ja, das könnten wir ja auch noch mal nicht. Nee. So mal nebenbei, so, da ich jetzt so blöd bin, das vorher zu sagen. So, hier haben wir einen Checkpoint. Ach. Kann's ja. Ich mache eben zwei Parts. Ich habe es ja jemandem versprochen, mit ihm jetzt über wichtige Angelegenheiten zu reden, aber und das nachdem ich hier einen Part aufgenommen habe, dann nehme ich jetzt einfach zwei auf. Komplikationen jeglicher Art. Wahahaha. Und auf ein neues. Die stehen echt alle so wie so ein Gangster. So breitbeinig mit der Waffe schön zwischen die Beine. So als ob die alle so voller Muskeln wären. Bist du wahnsinnig? Verdammt! Hey, nein, du aktivierst keinen Alarm, Ich hab doch gesagt, der aktiviert keinen Alarm.
Demnach muss ich da wohl rein und dann mir rein. Dafür brauche ich noch einen Schlüssel und den suche ich jetzt. Also da drin kann ich nicht rein. Kann ich auch nicht rein. Da habe ich einen Alarmknopf. Der hat Munition. Kann ich nicht rein. Das ist scheiße. Kann ich da hinten rein? Über den Stacheldraht! Explosiv! Also mir ran, wenn ich da drin rumschieße, bin ich tot. Was darf ich da drin jetzt nicht schießen? Ah! Nice! Ich glaube, ich ziehe trotzdem die hier vor. Ja, Level abgeschlossen. Ich habe immer noch Zeit für den Part. Ich muss aber immer noch meine Akte finden. Gute Arbeit. Schnell zurück ins Boot. Was zum Henker passiert hier? Ich hatte ihm gesagt, dass er nicht in der Nähe des Hangars rauchen soll. Vorsicht, es könnte noch eine Explosion sein. Ich habe mich verlaufen. Tot. Tot. Nachladen. Jetzt sind wir wieder am Geschütz stehen. Wenn das ziemlich langweilig ist. Ah, nee. Ich ziehe lieber den direkten Weg hier raus vor. Oh, das Minipack war vorhin aber noch nicht da. Das sag ich immer noch nicht. Ich muss sagen, gerade den gleichen Weg raus. Nein. Und ich dachte, ich hätte auf dem Weg rein schon alles getötet. Was lernen wir daraus? Der Feind hat immer mehr als man glaubt. Das Munitionslager ist explodiert. Das ist jetzt für die Sekundärwaffe. Aber einfach ein schöneres Urlaubsziel. Ah ja, ich weiß, dass der online ist. Entschuldigung, das Skype laufen nebenbei läuft. Ich haben das Boot entdeckt. Wir müssen einen anderen Ausweg finden. Wollte darüber einfach gleich mit jemandem chatten. Ah, Checkpoint. Ich habe immer noch Zeit. Verdammt. Steve Rowland ist schon lange tot und ich glaube nicht an Geister, Sergeant Bauer. Leckpin! Ja, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich möchte ihn töten. Ich habe die Waffen, ich habe die Munition, ich habe sogar noch ein paar Medipacks. Ich möchte ihn töten. Und zwar bevor mir die Medipacks ausgehen. Und hoffentlich noch in diesem Part. Der nähert sich nämlich auch schon wieder. Rätsel, hörst du mich? Ja, hier. Nummer 1 hat dich unterschätzt. Er will dich wieder in die Gruppe integrieren. Leg die Waffe weg, Mann. Lass uns in Ruhe reden. Ne. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er natürlich hinter mir? Verdammt!
Der andere war irgendwie besser. Und so leichter. Okay. Wo muss ich ihn nochmal töten? Ah, toll. Steve Rowland ist schon lange tot und ich glaube nicht an Geister, Sergeant Bauer. Wegtreten! Danke mit der Zahl. So, töten wir uns das mal hier wieder durch. Glaubt ihr, ich habe vielleicht ein Medipack übersehen für gerade oder so? Ich werde ihn in Stücke reißen. Gucken wir einfach nochmal nach. Ne, ich habe leider nichts übersehen. Oh, super, für die Waffe habe ich definitiv zu wenig, die ist zu scheiße. Ich bleib mir eigentlich auf die hier gleich für ihn. Das ist blöd. 13, hörst du mich? Kann ich nicht überspringen? Nummer 1 hat dich unterschätzt. Er will dich wieder in die Gruppe integrieren. Super. Leg die Waffe weg, Mann. Lass uns in Ruhe reden. Nee, keine Lust. Hey, ich hab getroffen! Wenn ihr ihn seht, sagt Bescheid. Bescheid! Okay, und die Bots brauchen definitiv zu lange zum Fliegen. Aber auch anscheinend ordentlich rein. Der kann auf die Entfernung nicht treffen, im Gegensatz zu mir. Okay, Ehren ist menschlich. Die Waffe zieht so unangenehm nach oben. Verdammt! Kacke, ich habe auch keine Medics mehr. Okay, wir versuchen es im nächsten Part weiter, okay? Weil ich schaffe ihn so nicht, auf jeden Fall nicht. So, ich klicke auf jeden Fall noch mal auf erneut versuchen, um nochmal richtig abzuspeichern. Ich glaube nicht, dass ein Schnellspeichern so gut ist. Speichern, Spadcam, jo. Und damit sage ich auf Wiedersehen und ciao, ciao. Oh, Nighthawk spielt. Also, bye, bye. Outer City.